Immer mal neue Gesichter hier. Neue Gesichter? Wir können das auch umändern. Das gab doch früher. Jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen. Didis Popsofa. Laube. Irgendwie, ne? Wie ist das? Ja. Wir können ja hier oben einfach so Podcasts anfangen. Immer mal neue Gäste einladen. Ja, gestern war Helge hier zu Gast bei mir. Ja, siehst du? Heute bin ich zu Gast. Ja. Betreuer Nummer 1. Das hast du gesagt. Das müssen wir untereinander aufmachen. Kriegen wir hin. Trage ich so ein auf den Spielbericht. Ja? Stark. Du weißt doch, ich habe die Macht in der Hinsicht. Ja, kränklich immer noch. So. Ich habe dir so viel Zeug mit dir gegeben. Ja. Das musst du nur alle nutzen, ne? Ich habe auch letztens beim Manta, habe ich auch gleich direkt den Tag, wo du es mitgebracht hast. Jetzt weiß ich auch, wie es hieß. Rickys Popsofa. Hm. So, wo wir hier auf Rickys Popsofa, Torbens Popsofa. Das hört sich verkehrt an. Hört sich verkehrt an. Das hört sich nicht gut an. Torbens Talk am Mittag. Torbens Talk-Ecke. Hat Sven mir ganz tolle Sachen mitgebracht. So Suppengrün und so, ne? Habe ich eine Suppe draus gekocht. Suppe gekocht? Ja, die haben aber komisch bewertet. Außer Wilke, der hat aber ordentlich Feuer drin, ne? Ich hatte keinen Pfeffer. Habe ich Chili genommen. Udo hat da gelöffelt und gleich, oh, mir reizt da. Chili in der Suppe. Ja, gut geschmeckt. Hat richtig gut geschmeckt. Hab ich noch nicht ausprobiert. Ja, war vielleicht. Viel ausprobiert, aber Chili noch nicht. Mühe zu viel? Ach, Sven. Wir müssen dann morgen unbedingt hin, ne? Tagsüber. Vielleicht den Müll machen. Ja. Und der Rest Suppe steht noch auf dem Herd. Den konnte ich gestern nicht in den Kühlschrank stellen. Was war das denn für eine Suppe? Ich habe genommen Sellerie, Lauchzwiebel, Karotten, Suppengrün hier. Zeug, weiß nicht, was das war. Ich habe so ein Packen Suppengrün einfach hier. Ach so. Habe ich Wasser genommen, habe das schön feinsäuberlich geschnitten, mundgerecht. Hast du mal Glück für Grill den Hänsler? Ja, die Bewerbung ist ja raus. Also, ja. Habe ich noch ein bisschen verfeinert mit Brühwürfeln, ne? Gewürze da rein. Das ist ja frisch. Es gab auch mal bei Steffen Hänsler jemanden, der hat Maggi benutzt. Wofür? Um zu kochen. Das weiß ich noch. Ich gucke das ja regelmäßig. Stimmt, das war die. In Frikadellen. In Frikadellen, ja, stimmt. Ja, stimmt. Schön abgezogen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. War das die Brot? Nee, glaube ich. Irgendeine war das, weiß ich nicht. Aber in Frikadellen. Ja. Aber die hat gewonnen mit dem. Ja. Das ist dann auch Udo und mein Plan. Ja. Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann verfeinert alles. Dann hatte ich noch Bandnudeln da. Die habe ich aber nicht lang gelassen. Die habe ich ein bisschen kleiner gemacht. Habe die mit aufgekocht. Eigentlich hätte man ja Kartoffeln da reinmachen müssen. Aber es war eigentlich Torbens schnelle Nummer. Obwohl, bei dem, was du da drin hast, da kann man auch Nudeln nehmen. Ja, war gut. Aber weißt du, was wir machen können? So eine Gemüsesuppe ohne Fleisch oder so. Entweder mit Kartoffeln oder Nudeln. Schöne Kartoffeln. Wie im großen Topf hier. Kann einer machen. Das wäre eine Maßnahme. Kann einer machen, wenn wir Training haben. Und dann können wir schön nach dem Training hier, schön aus der Tasse. Wenn es kälter wird, jetzt können wir schön zu den Kopf. Moment. Wird ich da jetzt wieder einbezogen? Ja. Nein. Ich muss Training machen. Ich bin Betreuer, ich habe keine Zeit dafür. Nee. Die kriegen die kannst du darauf nicht loslassen. Die kriegen von mir erst wieder Essen, wenn sie Herbstmeister geworden sind. Aber ich habe ja schon, eine Idee gehabt fürs Training, wenn es kälter wird, für nach dem Training. Ja, das artet ja wieder aus. Nee, warum? Muss ich Freitagstraining denn ansetzen? Wollen Nein. wir eh machen, wenn wir Sonntags spielen. Es sollte nur Glühwein geben und für die, das nicht trinken, gibt es Kinderpunsch. Wenn es kälter ist, statt mal ein Bier, wenn das kälter ist, kann man auch mal einen schönen Kinderpunsch oder Glühwein nehmen. Ja, aber jetzt leck doch mal nicht mit dem Thema Suppe ab. Wir können Suppengrün wirklich holen und wir können, wenn Trainingstag ist und das jetzt kühler wird, können wir das ja rein theoretisch tagsüber vorbereiten. Ne? Du bist ja auch eigentlich Sternekoch zu Hause. Ja, dass wir das beide das einfach mal zusammen vorbereiten. Aber ohne Brühwürfel. Wenn, dann musst du mir noch mal dein Geheimrezept verraten. Und dann können Kräuter, wir das abends... Gemüse und so weiter. Ja, dann lass uns das noch besorgen. Können wir das tagsüber vorbereiten. Und abends vom Training, also beim Training, geht dann einer hin, macht den Hahn auf, lässt das wieder aufkochen, ist das auch noch mehr durchgezogen. Ja, schauen wir mal. Ja, dann machen wir das. Wir können das auch nur für uns machen hier. Nee, da können wir die Jungs mit einbeziehen. Das muss sich doch lohnen. Die kann doch hier als Spitzenbetreuer hier mal seine Frikadellen machen. Nein. Doch. Nein. Er ist ja beschäftigt während des Trainings. Hallo? Das war eh nie da. Hat er eigentlich Verlängerung gekriegt oder warum ist er so lange in Reha? Ja, ich glaube, Donnerstag kommt er wieder. Was sind das jetzt schon, 5 Wochen? Ich weiß das gar nicht. 4 bestimmt. Ich habe Samstag mit ihm telefoniert. Da hat er gesagt, er hat
2,5 Kilo abgenommen. Wow. In 5 Wochen. Und die haben gesagt, man soll in der Woche nur mindestens so 0,5 Kilo abnehmen. In seinem Alter, ja. Ach so. Also bei meinem Alter wurde gesagt, also bis 1 Kilo pro Woche kann ich abnehmen. Hm. Wie funktioniert das? Das ist dann noch gesund. Hm? Wie soll das funktionieren, abnehmen? Ups, mitten im Video. Voll vergessen. Ihr könnt immer noch diese Woche 2 So steht Feld Überraschungspakete gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, schreibt in die Kommentare, welches euer bestes Hausmittel gegen Erkältungen ist. Egal inwiefern, warme Getränke oder andere Hausmittelchen. Abonniert den Kanal, lasst ein Gefällt mir da und jetzt geht's weiter. Gesund ernähren, Sport, Abfahrt. Mike geht zwar nicht, aber ich könnte es. Ich auch nicht. Aber bei Sven war das auch so. Zuerst war die Motivation groß, ja, und dann wieder klein. Apropos große Motivation. Heute müssen wir Sven wieder helfen. Überall müssen wir helfen. Wieso? Ich habe mich freiwillig angeboten. Ach so. Ja. Ja. Nee. Weil du ja nicht auf Leiter gehst. Kommt drauf an. Boah. Kannst du mal die Tür da zumachen? Ja. Da ist irgendeiner gerade am Videoschneiden für die Fuscher. Hatten wir gerade das Thema. Ja. Nee, ich habe mich freiwillig angeboten. Ja, dann machen wir das gleich. Aber viel wichtiger ist, was ich sehr gut finde, so langsam läuft unsere Paketaktion an. Also auf dem Tisch stehen schon welche. Wir haben bei Instagram schon Nachrichten bekommen und der Postbote war gerade hier und hat Pakete gebracht. Dann können wir gleich mal eben schnell runtergehen, die hochholen. Eventuell verstecken wir die. Dass wir wirklich, Beinforscher, eher mal ein paar verstecken, ja, bis man so. Dass wir wirklich einen großen Batzen hat. Weil dann freut er sich ja viel mehr. Oh, ja, ihr habt Geschenke gekriegt. Ja. Also für den oder diejenigen, die nicht im Bilde sind, die haben so ein kleines Beef mit Udo. Ja, auf jeden Fall haben wir gesagt, wenn ihr uns helfen wollt und ein bisschen Spaß mit reinbringen wollt, haben wir uns überlegt, schickt bitte, wenn ihr Lust habt, ist kein Zwang, nur wenn ihr Lust habt, schickt bitte hierher, die Adresse blendet Sven ein, zu Händen Udo Tesch, ganz viele Pakete, 500 Stück erwarten wir, wo einfach nur Blödsinnsartikel drin sind. Und gleichzeitig zu Händen Daniel, Wilfried, Sven und Torben, die leckersten Köstlichkeiten. Ja? Machen wir ein schönes Video von da. Mettwürste. Wie wir das verkostigen, probieren. Ja. Und wir waren vor 2 Minuten beim Abnehmen, ne? Wir probieren ja nur, wir essen das. Ja. Achso, ja. Ja, also mit dem zweiten Schweizer Karton hat es auch nicht so geklappt. Aber die Dinger waren gut. Die sind jetzt leer. Oh Gott. Ich gehe eben nach unten, hol die Pakete. Kriegst du noch einen Kaffee? Ja, ich hab noch Kaffee. Ich komme gleich wieder. Für Udo, Timo und Thorsten. Da hat jetzt schöne Flaschen drin. Ja. Also sammeln wir erstmal und dann. Okay. Spannung. Immer diese Autos hier. So wie ein Auto vorbeigefahren. Ja. Und die hupen auch immer gleich. Da drin ist das Dach der, ja, Dächer. Mhm. Aber hast du das ja noch nicht angebaut? Alleine. Oh. Oh. Was ist da los? Die Leiter guckt zu weit. Da. Die Leiter ist zu weit. Da steht es. Da. Da, 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 da. Warum hast du noch nicht ausgepackt? Und das? Ich schon. Schon offen, der Karton. Aber warum noch nicht montiert? Wie soll ich denn ein Dach alleine montieren? Habe ich 4 Hände? Nee, das allgemein, das ist mal so fertig montiert. Und da hatte ich keine Zeit mehr gestern zu. Brauchen wir dann? Leiter. Da ist eine Anleitung bei. Das heißt, der Trecker muss da raus. Wieso? Wieso? Weil wir eine Leiter brauchen. Weil wir die große Leiter brauchen. Ist da denn noch Sprit drauf? das wär wieder witzig. Das Thema hatten wir vorhin, gestern gerade. Das hatte ich schon, ja. Das ist, glaube ich, das Beste an diesem Rasenmäher, oder? Ich könnte jetzt so schön mit der Stäbchen machen. Oh, schöne Sonne. Glaub mir, ich bin schon öfter in dieser Position eingeschlafen. Zu Hause? Ja. Das funktioniert, definitiv. Ja. 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 Willst du arbeiten, denkst du so, och, 5 Minuten kurz mal zurücklegen. Ja. Und dann wird 2 Stunden später, oder wie? Mhm. Ja. Warum ruft mich denn eine Nummer aus Amsterdam an? Aus Amsterdam? Ja. Da möchte ich jetzt nicht zu sagen. Wieso?
Ja, enthalte ich mich. Geh doch mal ran. Nein. Wer von euch kann denn Englisch? Ich schaue mir gerade an, wie das Dach ungefähr wow. geht. Hallo? Ja, wir können jetzt gleich die Leiter nehmen und dann hier nach vorne und dann bauen wir das Ding da erstmal zusammen. Ja, eben einfach zusammenbauen, guck mal. Wieso? Ja, so viele Teile sind es nicht. Nö, aber nichts auf Deutsch. Das macht ja nichts. Mit Bildchen kann, mit Bilder können wir arbeiten. Wo? Na hier um die Ecke. Was ist das denn? Das ist ein Dach. Eine Eichel und das Dach ist kaputt. Zum Quatsch. Alter, was hast du denn hier gekauft, Sven? Was ist das denn? Probieren wir gleich auf. Wir bauen das da vorne zusammen. Ich hab doch gesagt, ich hab erstmal die günstige Version gekauft. Da kannst du beim nächsten Sturm kannst du das. Nein. So ein Quatsch. Der Sturm hält das aus. Oha. Oha. Muss mal ausgepackt werden. Oha. Ich hab gemessen. Der tragt nicht über den Platz. Wisst ihr eigentlich, warum das nicht über ein Dach ragen darf? Na? Na? Ja, du darfst ja nicht einen Spielball aufhalten, ja? Das heißt, wenn der hochgeschossen wird, der ist nicht aus und er knallt ans Dach, dann gibt es meistens Schiedsrichterball. Darum habe ich gesagt, bitte nicht so weit nach außen hin bis zu den Stangen, das reicht dann ja. Verstehst du? Ja. Und was mit den ganzen Ästen, die über dem Platz hängen, weil das sein sollte? Das ist Natur. So. Das wir dafür benötigen. Okay. Hast du dir auch Gedanken gemacht, wie du das befestigen möchtest im Turm? Wieso? Du musst ja durchbohren. Ja. Dann wird es von der anderen Seite gleich mit gekontert. Mhm. Passt das dann da oben? Oder haben wir dann Balken, wo das dran soll? Wenn nicht, müssen wir andere Schrauben nehmen. Sonst gucke ich jetzt nach anderen Schrauben gleich mit. Ja, genau. Weil ich dachte, daran habe ich jetzt nicht gedacht an die Schrauben. Ich dachte einfach nur rein, fertig und gut ist. Ja, aber die ist ja wohl Turm, ne? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich hab's. Ich weiß nicht, wie dick die sind. Daran habe ich jetzt leider nicht gedacht. Nehme ich die mit in die Werkstatt und dann gucken wir mal nach Schrauben. Ja. So, dann kann man Kamera wechseln. Schlüpfen wir das mit wieder? Wir suchen jetzt Schräubchen. Und dann gucken wir mal, wie wir das aufbauen, ne? Du hast die Messen? Ja. Volle Breite und alles? Ja. Das passt du. Ich habe auch drei Holzbriller geholt, bis das gepasst hat. Sehr ruhig. Ich glaube ihm das, dass er gemessen hat, was passt. Oh, Schleimer. Hab ich sogar im Video. Ich hab sogar Beweise. Das hat ja so festgedreht, dass es nicht mehr abgeht. Brauchen wir eh nicht. Ja, aber vielleicht kann man den nochmal benutzen. Ach so. Also den Bildkasten nehmen wir schon mal mit. Jo. Da ist alles drin für diese Schrauben. Super. Opa. Das brauchen wir nämlich. Das Problem ist, wie kriegen wir die reingeschraubt? Kleiner wie möchtest du davon mit dem Akkuschrauber hinkommen? Zeig mal her. Könnte problematisch werden. Ja, definitiv. Das wird wieder ein Projekt, was heute nicht fertig wird. Das wird fertig. Das wird gleich fertig. Boah, Alter. Nehmen wir mal vor hier. Erschrecken Sie mich bitte nicht. Wann bringen wir denn den Parkplatz diese Woche? Ich hab Bock mit dem Ding zu fahren. So, stimmt der. Ja, ja, können wir. Wann wollen wir das machen? Freitag? Ja, kurz vorher ist geil. Ja. Wo ist denn das Gaspedal, Scheiße? Warum ist die Karre überhaupt noch an? Wer ist an? Die Karre ist an. Ja, ist nicht an. Na klar, du hast gerade hier aufgedrückt und Licht leuchtet. Ja, das ist die Bremse. Ja. Guck. Muss sie nicht komplett aus sein, dass die Batterie nicht tot geht? Nein, wenn du beim Auto bremst, der geht auch nicht. Der ist aus. Okay, alles klar. Nee, leuchtet trotzdem. Ich wollte gerade sagen, beim Auto ist es ja, stimmt, das aus ist aus. Deswegen ja. Stimmt. Hm. Da hat das wohl so seinen Sinn. Na gut. Aber die Hupe geht so nicht. Oh, doch, hätte ich gar nicht anmachen. Das schreckt mich nicht so. Und? Was denn? Das ist aber auch komisch, guck mal. Ja. Ach, das war ein Blinker? Aha. Also sagt ihr hundertprozentig, das klappt mit denen, was jetzt dabei sind, nicht? Nee. Das ist ja hier, guck mal, das ist ja hier für einen Wandeinschlagflügel. Mhm. Der kommt da so rein in die Wand dann. Das ist ja diese Schlossschraube ohne, also wie nennt man das? Schlossschraube ohne Spitze, also nicht für Holz. Mhm. Gibt ja auch Schlossschrauben dann für Holz, richtig Daniel? Ja, kann wohl. Kann wohl. Und wenn der in der Wand ist, tust du den natürlich hier rein. Und wenn du den jetzt festdrehst, dann zieht er sich zusammen und spreizt auseinander. Ah, okay. Das ist quasi ein ganz normaler Dübel für die Wand.
In Schloss schrauben. Aber reicht das nicht, wenn wir das so nicht mehr reindrehen an Länge? Ich weiß ja nicht, wegen dem Wind. Ja. Weiß ich auch nicht. Weil die werden ja optimal, ne? Ja, könnte aber auch rein, aber ich finde, dass es mit der Doppel besser ist. Hm. Hast ein bisschen mehr hier, ne? Ja. Würde ich fast sagen. Ja. Unten können wir mit Akkuschrauber arbeiten. Und oben müssen wir mit dem Holzbohrer vorbohren. Ja. Aber unten funktioniert das. Dann würde ich sagen, wir nehmen die, ne? Ist ein bisschen länger. Aber wenn wir jetzt Freitag machen, ziehst du dann so richtig so Latzhose an und Stiefel und so einen Strohhut und machst so richtig Bauertechnik. Wie man das so sich, wenn man sich einen Bauer vorstellt. Du meinst quasi wie Farmer Boy. Ja. Nicht so wie Farmer Girl, lieben Gruß. Deine Sonnenbrille liegt hier immer noch. Kann sie auslösen. So meinst du. Ja. Schön Engelbert Straußhose, so neumodisch quasi. So richtig, ja, wie man es kennt. Ja. Nur um den Parkplatz zu nehmen. Ja. Klar, ist ja wenigstens warm, ne? Da können die so schicke Aufnahmen von machen, ne? Hast du die Brille eigentlich hier abgegeben oder vergessen? Wer denn? Was? Wie? Keine Ahnung. Farmer Girl war hier. Aha. Schon länger her. Kennst du? Nö. Nee. Ja. Kennt auch nix, ne? Daniel? Lieben Gruß erstmal. Hast du die Brille hier abgegeben oder hast du die vergessen? Kannst du dich auch mal melden. Okay. Okay. Sven völlig hinterm Mond. Ah, das Handy ist schon draußen. Jetzt muss ich mal irgendwas wissen, von wem hier spricht ihr. Bildungslücke, Sven, würde ich sagen. So, Tom, nimmst du noch einen Ersatzakku mit für den Akkuschrauber? Klar, Alter. Bitte. Sven stalkt gerade. Dann nur, ich dachte, wir wollten los. Wir suchen noch den Ersatzakku, bevor wir gleich dahin stehen und keinen Akku mehr haben. Im Ladegerät ist er nicht. Ja, hier, zwei Stück auch blind, Alter. Oh, das hatte ich letztes Mal auch. Ich habe die ganze Zeit hier gesucht und habe die da oben nicht gesehen. Anzeichen brauchen wir nicht, Sven, oder? Nee, wir nehmen eine gerade Linie unter der vielleicht eine Wasserwaage mitnehmen, dass es gerade ist? Oder einfach. Oder einen Gliedermaßstab mitnehmen. Habt ihr einen Gliedermaßstab bei? Ha? Beides. Daniel, übertreibt man nicht. Doch, der muss gerade sein. Gliedermaßstab. Was ist denn das hier für eine. So. Ich sehe schon kommen, ne? Ich stehe auf der Leiter und muss da irgendwie alles gleichzeitig machen. Und das kommt wieso hier rein. Also ich kann ja von innen drinnen. Das ist schon ein Fehler, man setzt das erstmal alles mit den Platten, die Platten zusammen. Laut beschreiben. Aber wer kommt wohin, mein Freund? Der sieht anders aus als der und das ist vorne, das ergibt sich. Mhm. Vorne, hinten, Mitte. Also ist der egal und hinten muss bestimmt. Würde ich fast sagen, warte. Warte, wir müssen umdenken. Wie rum der kommt, das ist das Wichtige. Weißt du? Der kommt so rum, weil das vorne ist. Und hinten muss die Abschlusskante ja quasi. Hä? So, ne? Es gibt nur eine Möglichkeit. So, muss man die jetzt hier mal auspacken oder gehört das so? So. Was steht in der Anleitung? Muss man auspacken. Ich glaube. Es gibt nur eine Möglichkeit. Ja, dann merkst du, dass der rein was, mein kleiner Freund. Wow! Mach das nicht Putti, du. So ein Ding kostet 50 Euro. Warte, ich kann noch mal ganz genau nachgucken. Wenn das jetzt gut ist, ja, dann bauen wir so ein Ding auch bei mir schon raus zu. Da hinten, weißt du? Mhm. 52,99 gekostet. Was will ich mit einer? Auspacken finde ich gut. Ich auch. Tada. Aha. Hier. Durch den runterfallen. Nee. Wohl. Willst du wissen, dass du auf die Kante gefallen ist? Das kann ich ja im Video nachvollziehen. Mhm. Jetzt klingen. Kann man da was verkehrt machen? Weiß ich nicht. Gibt es bestimmt eine. Oh. Die Anleitung fliegt gerade weg. Mach nicht. Muss gebogen werden. Ja. Nee, echt? Vor, sagen wir. Ich mag das gar nicht biegen, das da. Halt fest, steckt das da rein. Wird wohl so schon hergestellt sein, dass man das biegen kann. Ja. Dann muss das so. Ja. Der muss da rein. Ich erst einführen. Ja. Unten. Und hier ist Mitte.
Wo gehört denn in die Mitte rein, Alter? Ja, ich muss sagen, ob ich ein bisschen mehr winkeln muss oder nicht? Kann ich nicht, ich sehe doch gar nichts. Oh. Guck mal, wie soll ich das sehen, Sven? Wie wär's, wenn wir die Teile einzeln einführen? Das habe ich doch eben die ganze Zeit gesagt. Habt ihr die Anleitung mal angeguckt, was da drin steht? Da steht nichts. Nee, da steht nichts. Das sind nur Bilder. Ja, siehst du, reicht doch. Ne, die machen das auch zusammen. Ah, guck. Die machen das zusammen. Aber nun gut. Ihr schafft das schon. Ist doch mal locker hier. Entschuldigung, ich mach doch gar nichts. Brauchen wir einen Hammer? Nee, bitte nicht. Ist der hier auch drin? Nee. Ich muss nicht mal sagen, dass er drin ist. Oh. Der geht nicht kaputt, Sven. Ja. Hm? Ja, wo hängt das noch? Ich weiß nicht, wo das noch das Problem jetzt hängt hier. Man kann das noch von oben nicht drücken. Dann machen wir es kaputt mit. Zwar, machen wir es kaputt mit. Ich hab doch gar nichts gemacht. Oder vielleicht doch so wie eine Anleitung steht, gleichzeitig zusammen rein. Da kommen wir nicht hin. Wenn das in der Anleitung steht, dann klappt das auch. Ja, ja. Eigentlich. Eigentlich. Es ist ja, hier ist es ja reingerutscht, es fehlt ja nur noch hier, jetzt hier. Sven, dass man Spur montiert, ne? Ja, ich habe auch gehört, wir schrauben das da eben an. Aber jetzt weiß ich, warum er es nicht gemacht hat. Er hat es nicht hinbekommen, hat es wieder eingepackt. Ja. Ich wollte hier zwei Fachmänner haben. Ja, hast du die falschen geholt. Ja, habe ich nicht bekommen. Ich würde das nochmal komplett rausnehmen und dann im Gesamten reinpacken. Im Gesamten? Ja. Kriegen wir gar nicht so gebogen. Klar. Zu dritt kriegen wir es hin. Hä? Ist jetzt mit drei Leuten das Ding hier einbauen, klar, oder was? Einer hält und zwei biegen. Immer raus gar nicht. Bin aber bald vorsichtig gerade. Hoppa! Gott, so, nee. Ein Moment. Müsste richtig sein jetzt, ne? Weiß ich nicht. Ja. Sind die auf einer Höhe? Ja. Schiebe ihn mal von oben drauf. Scheiße, Scheiße. Geht nicht. Dein Zahn ist ja nicht schlecht, Torben, ne? Ich gebe ihn um. Halt ein bisschen mit fest. Das kann nichts werden. Oh. Gott. Das ist doch nicht dein Ernst. Du bist raus. Wo bin ich raus? Komm hier nicht mehr hoch, Alter. Oh. Mach das nicht kaputt, Alter. Ja, ich weiß auch nicht, was er vorhat. Ich sitze hier, ich tue doch gar nichts. Ja. Das funktioniert nicht. Daniel, lass mich doch mal das Ding hinlegen. Geht nicht. Lass mich das noch weiter kippen. Geht nicht. Lass mich das noch hinlegen. Daniel. Oh. So. Ah. Genau. Mein kleiner Freund. So war mein Plan. Oh Mann, ey. Der ist aber jetzt wieder raus hier vorne. Wer ist raus? Der hier vorne! Der ist nicht raus! Warte. Die Schiene ist raus. Aber sicher. Ich will nicht raus sein. Sven? Ja. Die Schiene raus. Ja. Muss ich mal sagen, dass sie definitiv nicht drin ist hier unten. Die sitzt nicht drin. Ja, aber die ist fest. Kann ja nicht. Guck mal. So, mach. Das Problem ist, wir haben den Blinden da unten hingelassen. So. Was? Das ist alles. Oh. Ha, der Mann im Mond. Was? Ein Boot. Der ist blind, Tor. Wieso bin ich jetzt blind? Du hast nicht gesehen, dass da unten. Die Anleitung fliegt schon wieder weg. Scheiß auf die Anleitung. Ja, würdet ihr jetzt auf die Anleitung gucken, dann wäre dem Ding wahrscheinlich schon drin. Wir haben auf die Anleitung geguckt. Das Problem ist, wenn das im Ganzen zusammenreißt, das hält ja nicht zusammen, Sven. Das ist ja unser Problem, was wir haben. Wo ist denn das Hüftstück? Eieieiei. Jetzt müssten wir es normalerweise hinlegen, oder? Ja. Ich komme von oben nicht rein. Nee. Wir können auch einen Boden hinstellen, wie wäre es denn damit? Du könntest auch einen Boden hinstellen. Ja, dann machen wir auch. So, schnell hin. Ich will nicht, dass es rausrutscht. Lässt sich nicht schieben, wenn das gebogen ist. Na, deswegen ja im Gesamten. Ja, das lässt sich nicht schieben, braucht keinen Versuchen. Nicht. Also im Gesamten. Nein. Doch, da kriegen wir jetzt hin, pass ich auf. Ich schieb das nicht im Gesamten. Doch, das schaffen wir. Was hast du jetzt vor? Das ist rausrutschen. So würde nicht, sonst sitzen wir hier noch 3 Stunden. Warte doch mal ab hier, was ich jetzt. Lass mich einmal versuchen, Sven. Ja, versuch mal. Ist auf einer Seite drin, ist auf anderen Seite wieder raus, ne? Der funktioniert das auch und der geht auch nicht rein. Das muss doch klappen. Wir gucken gleich nochmal an der Anleitung. Was willst du denn mit deiner Anleitung? Nee, das muss doch irgendwie funktionieren. Das springt aber raus. Hm? Ja, springt wieder raus.
War einfach nur hier. Es ist auch in der Mitte drin. Ne, geht nicht. Können wir vergessen. Hallo? Aber wieder auseinanderbauen. Okay. Weiß ich nicht. Können wir auch mit dem probieren. Hallo. War doch Versuch jetzt wert, Sven. Ja. Du hast gar nicht gesehen, ne? Ja, aber meine Idee war gar nicht so ich verkehrt. Ich muss nebenbei noch arbeiten. Mhm. Ja, ist so. Ja, auch. Dann auf dem Boden. Ja, Mitte ist drin. Ja. Und hier ist der zu kurz. Guck mal. Dann zieh doch einfach ein bisschen raus. Ja, dann? Nee, jetzt, ich wollte jetzt nicht komplett rausziehen. Ich wollte nur einen Ticken rausziehen. Ja, warte mal. Da bin ich rein. Ich lasse jetzt aber nicht los hier. Nee. Mitte und hinten ist gerade drin. Kurz mal Wechsel hier. Ja. Wuppa. Ja, wuppa. Wieso nur nicht einfach 5 Bretter, 2 Dachlatten? Dann wäre es erledigt gewesen. Sieht doch viel schöner aus. Ja, ich schieße Samstag gleich einen Ball gegen und dann ist das Schrott. Danke. Wollen wir jetzt erst festschrauben, ja, was hier drin ist? Ja, bitte. Ja. Ich bin hier drin vorne, zeig mal bitte nach. Weiß nicht, ich will einfach mehr. So anbauen morgen oder was? Nee. So soll man anbauen? Kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Können wir das hier so hochheben, umdrehen? Er sagt eigentlich. Ja, eigentlich. 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 Können wir das hier so umdrehen und den anderen raufnageln. Der liegt schon unten, siehst du? Ja, hoch, der hier ist reingerutscht hier. Ja. Guck dir mal rein. Passt. Ja, das schon gehabt. Das habe ich gefühlt. Wir haben es. Oder ihr habt es geschafft. Du bist mal ganz ruhig da. Ich bin heute stiller Beobachter. Ja, braucht das gleich selber an, darum. Ja. Hallo. Ich brauche Hilfe. Ja. Einer muss auf die Leiter. Das ist easy. Auf die Leiter. Ja, sicher. Nee, ich kann aus dem Dach. Du hältst die Leiter, er geht rauf, ich gehe da oben raus. Daniel will nicht, dass die Leiter festgehalten wird. Wer sagt das? Hast du immer gesagt. Nicht von dir. Ja. Ja. Ich glaube, wenn er richtig Sturm runterpeitscht, ne? Dass die auseinanderbricht, das Ding. Weißt du, wie ich meine? Das fürchte ich auch noch. Das fürchtest du auch? Ja, es hat eine gute Angriffsfläche, ne? Ja, aber das ist ja auch wie ich. Nur Plastik. Ja. Auch die Halter sind ja nur Plastik. Plastik. Ja. Schauen wir mal, ob es. Wie lange es hält. Ich nehme nur mein Werkzeug zusammen und hol die Leiter. Ja. Supi-dupi. Dann gehen wir nicht alle ganzen Kästen mitnehmen, ne? Okay. Dann gehen wir da rup, schrauben das da eben an. Dann fahre ich nach Hause und weißt du was dann? Was dann? Dann wird es wieder kulinarisch bei mir. Eieiei. Ei, ei. Ja. So was gibt's? Käse-Hack-Lauchsuppe mache ich. Ui. Wie machst du die denn schon wieder? Ja, Küche ist fertig. Spülmaschine wurde heute getauscht. Die war ja kaputt. Und clever kochen für 2 Tage. Kann man nämlich auch noch einen Auflauf vormachen. Fein, fein, fein. So, da sind wir am Ort des Geschehens. Ich glaube, die Leiter musste nach innen, oder wie willst du das? Na, von da kommst du, denke ich mal, nicht ran. Oder? Stehst du so gerne auf der Leiter? Ich nicht so, wie die Leiter jetzt steht von der. Vorhin hast du gesagt, du machst, ja, stehst so gerne auf der Leiter. Qualitätsband? Man weiß es nicht. Ja, Udo hat die gemacht, ne? Was sagst du? Das ist ja kriminell. Ja, ja. Oder eben, wie gesagt, hinter der Bande. Ja, da stehst du ziemlich senkrecht. Ja. Du hast das Fensterbrett da und ich muss nee, da drüber weg. Nee, die Leiter jetzt nicht so hinstellen. Ja. Nicht so, sondern seitlich. Aber muss ich ja wieder runter und die Leiter verstellen. Ich komme ja nicht überall hin. Ja, dann ist es so, aber dann bist du näher und sicherer dran. Ja. Dann muss der Kameramann nach oben, ne? Ja. Mach ich jetzt auch. Ich wechsle jetzt die Kamera und dann geht's nach oben. Hallo. Das ist die nächste Sache. Warten. Mit dem Wind. Das hat ordentlich Windlast. Wenn er da auf der Leiter steht, hat er überhaupt gar keinen Halt. Da muss ich halten. Ja, der Weg nach oben.
Na, ich hab doch gesagt, ich nehme mit da oben hier. Nee, alles gut. Ich kann es von hier rausschieben. Hast du nicht. Klar. Alles gut. Geh nicht mit hoch. Obwohl, die Leiter stört ein bisschen. Das Problem ist, du musst ja ganz hoch damit. Alter, ich bin voll im Spinnennetz hier. Wenn? Was? Du musst ja ziemlich hoch, ne? Fast unter das andere Dach bauen. Hä? Du musst ja fast ganz da oben unter das Dach bauen. Muss nicht, du kannst auch hier blaue Höhe. Ich dachte, du wolltest was sehen. Dann gelbe Höhe. Ja, da sind auch noch Schrauben drin, ne? Da, zwischen den Schrauben. Ah. Was macht ihr eigentlich mit mir immer? Weiß ich nicht. Lass die Leiter los da oben. Sicher? Sicher. Ich habe unten einen Stuhl zur Absicherung. Und dann gucken wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Ich bezweifle das. Au! Lass mal. Au, 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 au. Das Problem ist, ich habe nichts zum Anzeichnen, Sven. Beide unteren auch erstmal rein, die Scheiße. Ich muss einmal gucken, wie hoch ich muss. Guck mal von innen, Sven, ist das hoch genug? Bitte? Ob das hoch genug ist? Also, muss ich mal, ich dreh Tom, ich kann die untere nicht reinhauen als erstes. Nee. Au, au, au. Auch muss ich nicht alleine helfen. Warte mal. Au. Jahu. Nee, das hältst du nicht. Ich lass mal eben kurz los. Ja. Aber ich muss einen höher. Ist das gerade überhaupt? Das schauen wir gleich. Sieht gut aus von unten. Das ist schön. So, lass los. Lass los? Ja. Ja, hab ich. Du kannst erstmal nochmal zurückgehen. Ja, ich bin nur zu festhalten, dass ich bohren kann. Achso, ja, na klar. Warte. Ist doch viel einfacher für dich. Hoppala. Es geht ja nur, damit du vernünftig halten kannst. Dass ich zwei Löcher bohren kann. Ach, diese Kackspinnen. Tom, ich brauche nicht lange. Kannst auch zu dir rumholen, ne? Ja, das geht so. Doch die kurzen Dicken hätten gereicht. Ja. Ah. Wollen wir die kurzen Dicken noch holen, Sven? Weil lang ist das nicht, ne? So, wir hätten vielleicht. Hier sind nämlich noch so Balken drin. Vielleicht hätten wir da rein säbeln müssen. Ja, jetzt ist egal. Die sind circa Höhe. Hier. Ja, ich guck gleich mal. Ich hab das Dach. Hast du? Ja. Ja, alles gut. Der Wind ist echt ein Problem, ne? Knarre, wenn ich irgendwas halten soll, sag Bescheid. Alles gut. Kann nochmal fixiert werden, ne? Ja. Die Schrauben helfen mir ja schon, die hier drin sind. Lange dauert nicht, Turm. Ja, alles gut. Ich bin da gleich fertig. Ja. Hält nicht. Ja, du bist locker 3 cm hier schon durch. Ja, andere Seite hält das. Ja, da bist du nur 1 cm durch. Ja, Kuhbruch. Magst du mir mal so eine dicke Schraube holen? Willst du nicht lieber erst runtergehen? Nein, brauche ich nicht. Ich stehe ja hier, ich bewege mich nicht. Wollte ich? Mir so eine große Schraube holen. Ja. Die wir da erst reindrehen wollten. Was hast du hier gepackt? Entweder liegt nur eine auf der Werkbank oder steht der Karton da drunter. Der Griff passt oder was? Brauche ich nicht. Brauche nur die Schraube. Ja, eine? Eine. Nur eine? Eine. Das müsste 35er Torque sein. Das muss gucken. Warum ist das Holz denn so unterschiedlich? Habe ich bei dir auf der anderen Seite die Beine getroffen? Aber dann kann ich dir gleich sozusagen, du hast ja hier auch solche Holzbretter. Dann hast du wieder keinen. Zwei Stück! Ja! Wie gesagt, du hast halt hier oben auch noch solche Balken. Ja. Da hätten wir rein müssen. Weil dann hättest du richtig den Halt gehabt. Ja, bring zwei mit. Ich tausche die jetzt auf der linken Seite aus. Weil ich krieg die andere auch nicht festgeschraubt, Sven, wirklich. Ah. Aber erstmal hält das jetzt, bis Turm wieder kommt. So, dann kann ich hier Pause machen. Wäre halt echt perfekt gewesen. Also wir können ja mal ein Foto machen, dann kann ich dir zeigen, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ich kenne das da oben. Ach so, okay. Alles gut. Weißt du, da sind so zwei Balken. Da hätten wir rein müssen. Wir können froh sein, dass das hier abgehalten, die Bande hier dann am Turm befestigt wurde. Ich glaube, die obere Schraube ist sogar in den Balken drin. Ja, aber links, bei dir von der rechten Seite, die sind beide nicht wirklich fest. Nee? Nee. Wo ist denn die andere Schraube? Ah, du bist ganz knapp in den Balken drin. Also nur oben angeschärft. Ja. Wir hätten wirklich, wenn wir das Dach circa 1. Nein. Was nein? Ich komme da nicht mehr dran. Ich habe die andere Seite fest komplett. So. Vielleicht hätten wir jetzt 3 oder 4 cm weiter runter.
Aber du musst aber auch wie haben wir denn? Achso, nee, da oben. Ah, okay. Ja, doch, hätten wir 3 oder 4 Zentimeter weiter runter, wärst du direkt in den Balken. Ja, aber du musst auch was sehen können, das bringt nichts. Ja, aber 3-4 Zentimeter, das ist egal. Guck mal, das viel aus, 3-4 Zentimeter. Ich würde das schon machen, dann wärst du direkt im Balken. Nein, ich nehme das jetzt nicht komplett raus. Ja, der Wind kommt auf. Aber dann wärst du sicher. Ich bin auch so sicher. Aber wär ich sicher. Meinst du, dass du nicht sicher bist? Aber jetzt schärft er gerade nur am Balken ran. Das hält. Ich hole andere Schrauben, warte doch mal ab. Die beiden Schrauben kommen auch wieder raus. Wir gucken gleich mal, wenn die andere Schraube da ist, ja? Na gut. Wie sie meint. Man muss ja alles mitnehmen, ne? Man weiß ja nie, was man braucht. So ist es. Ah, ich hol mal die Schrauben. Da kann er die auch hochbringen, oder? Ich hol mal die Schrauben. Ja, mach das. Ihr müsst jetzt leider alle sehr stark sein. Es gab leider einen Zwischenfall. Der Part 2 vom Anbau des Daches wurde leider gelöscht. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, aber ich konnte ihn auch nicht wiederbeleben. Er ist einfach weg. Das Leben muss weitergehen, ihr müsst drüber stehen. Wir haben das Dach noch versetzt. Wir haben es in den Balken, oder Daniel hat es in den Balken noch eingebohrt. Es ist jetzt fest dran und wir müssen jetzt leider ohne diesen Part weiterleben. Schreibt gerne in die Kommentare, wie sehr traurig ihr darüber seid, dass dieser Part verloren gegangen ist. Es tut mir sehr leid. Nun geht es weiter. Seid nicht so traurig, okay? Was hast du? Wir haben das Dach jetzt gerade angebaut, ne? Wir hätten das vielleicht mal schief anbauen, so wie das Dach da oben auch läuft. Ja. Oberkante annehmen sollen. Das ist aber jetzt ein, wie heißt das? Nicht Jubiläum. Egal. Es ist ein Punkt, Punkt, Punkt. Ich komme gerade nicht drauf. Sonst ist hier ja alles schief. Das ist so. Das Einzige, was gerade ist. Das ist wirklich so. Wir haben ja von unten Maß genommen. Ja. Also unser Dach ist wirklich gerade und das Dach... Ja. Das Dach drüber ist schief. Ist schief. Und wir haben von unten vom Fenster angenommen. Genau. Ja, gut. Ich habe extra noch gemessen. Schauen wir mal. Ja. Vielen Dank. Bitte. Vielen Dank. Ja. Die Rechnung kommt. Ja, genau. Ich esse Döner. Ich bin auch. Ja, wir haben ja noch bei Straße einen offen. Ja, kann auch heute eigentlich mal einlösen, ne? Mach mal, ich bin nicht da. Ja, dann bringt das ja nichts. Nee, dann bringt das nichts. Das war eine Tortur. Aber wir haben es geschafft. Mal gucken, ob es hält. Und ich hoffe auf den nächsten Regen. Weil er muss ja auch getestet werden. Aber wir schauen mal, ob die 52,99 da oben halten. So, oh, warte. Machen wir schnell Licht aus. Die Daie wollen noch Werkzeug wegpacken. Was war da? Ja, mit rumfahren, ey. Da fahren wir beide Schirme mit. Hast du Bock? Ja. Ich soll hinten drauf. Ja. Und dann machen wir hier, Kannst du dich hier dann raufstellen? Wollen wir dann noch die Drohne fliegen lassen? Das ist zu wackelig. Ich würde mich dann hier raufstellen und dann stellen. Hier hinter so. Kannst du dich hier raufsetzen. So, ich zeig dir das. Ja, und dann machst du einen Schieber und dann bopp. Ein Schieber? Oder einen Bremser und dann bin ich weg. Nee, kannst du hier meine Füße hier raufsetzen. Kaprat. Frage ist nur, ob wir dafür Diesel haben. Dann müssen wir noch holen. Müssen wir definitiv noch holen. Durch. Ja. Dass das ordnungsgemäß alles wegräumen kann. Ja. Traum. Wie geht das los? Hier, zack, Blitz. Hopp, hopp, zack. Wir lassen den mal vorglühen und gucken mal, wie viel Tank der noch hat. War irgendwas falsch? Weiß ich nicht. War nicht, dass du jetzt hier reinballerst. Nee, jetzt bin ich auf der Bremse. Mann, wie geht das Ding an hier? Ich dachte, du hast eine Einweisung mal drauf bekommen. Ja, irgendwas. Ja, dann musst du aber wissen, wie es angeht. Na, jetzt hast du schnell gemacht. Das ist der Hasengang. Ja, warte mal, hier ist Schok oder was? Nee, ist Licht. Nee. Oh. Der hat irgendwo einen Schok, definitiv. Das ist ein Diesel. Ja, gar nichts. Musst du auf der Bremse oder Kupplung stehen, bevor du das anmachst? Also, ich habe keine Einweisung bekommen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich auch nicht. Nee. Tut sich hier gar nichts. Also, wollen wir das vielleicht machen? Ohne. Bevor wir jetzt am Freitag machen, noch mal eine Einweisung von Udo kriegen. Ja, vielleicht. Das ist, denke ich mal, am sinnvollsten. Das ist am sinnvollsten. Lass das denn, liebe Bescheide? Weiß ich nicht. Lass es lieber sein. Ist so. Okay, okay. Das machen wir dann am Freitag, bevor wir hier richtig Action machen. Bevor der Actionfilm startet, ne? Machen wir noch mal Einweisung mit Udo. Okay. So, Vorsicht. Top. Cool. Supi-dupi.
Dann nochmal vielen Dank. Bitte, weißt du, auch von hier sieht das gar nicht so schlimm aus mit dem Dach. Ja, von weit weg. Von weit weg sieht das top aus. Also Leute, wenn ihr Samstag da seid, was ist Samstag? Heimspiel, Derby. Erster gegen Zweiter, die Hütte muss brennen, wir verlassen uns auf euch. Guckt dieses Dach euch nicht zu nah an, nur von weit weg. Vielleicht sollte man hier einige Sachen nicht zu nah angucken. So, tschüss und danke nochmal. Ja. Warte, nu. Nee, ich guck jetzt von weit nochmal, das sieht top aus von hier. Genau. Ist auch klein und durchsichtig. Aber ich gehe von außen, muss nochmal was Besseres bauen. Schlossschrauben, durchbohren. Nee, was Stabileres muss man. Die Hütte, die kann man immer wieder updaten. Weil ich glaube nicht, dass das Dach auf Dauer hält, bei unserem ostfriesischen Wind hier. Schauen wir mal. Ja. Wir sind dann morgen wieder hier. Ja, vielleicht.